Du willst deinen Hund erziehen. Dazu brauchst du bloß drei Dinge. Welche Dinge das sind, erfährst du in diesem Video. Geht los. Go. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma und war gerade bei Kunden. Meine Kunden haben einen Schäferhund-Mix, der heißt Benny und ist 9 Monate alt. Natürlich sind die Besitzer sehr bemüht, den Hund gut zu erziehen und haben schon 1000 Sachen mit ihm gemacht. Sitz, Platz, Peng, Rolle, hol das Bällchen und mach dies, mach das. Und Benny ist gut mit dabei und macht auch jeden Quatsch mit. Bloß, du brauchst es gar nicht, um deinen Hund richtig zu erziehen. Vielleicht bist du selber in der Situation, du hast einen Junghund und du machst 1000 Sachen mit ihm. Aber ich sage dir jetzt, was wirklich wichtig ist. Und das sind nur 3 Dinge. Das heißt nicht, dass du die anderen Sachen einfach so sein lassen sollst. Aber auf 3 Dinge musst du besonders achten. Nummer 1. Dein Hund muss seinen Namen kennen. Das hört sich trivial an, aber manchmal ist es doch so, wir rufen den Hund und ja, der muss es doch wissen, ja, der muss doch wissen, wie er heißt. Ja, aber wenn du ihm das nicht beibringst, dann kann er das nicht wissen. Aber das ist immer mal so eine Grundvoraussetzung, die man ganz leicht voraussetzt, dass der Hund seinen Namen kennt. Aber du musst das ehrlich mit ihm üben. Das ist auch gar nicht so schwierig. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, kannst du gerne anklicken. Ich kann es ja auch selbst kurz erzählen. Also immer, wenn der Hund dich anguckt, nennst du seinen Namen, zack, und gibst ihm ein Stück Futter. Der Hund guckt dich an, du nennst seinen Namen, gibst ihm Futter. Zum Beispiel, das ist eine Variante. Im Video habe ich es dir noch ein bisschen ausführlicher erklärt. Es ist aber in der Grundsache genau das. Der Hund verknüpft seinen Namen, also einen Laut, positiv mit zum Beispiel Futter oder einem Spielzeug. Dazu ist es aber wichtig, dass er dich vorher anguckt. Ja, wenn du sagst Benny und der schnuppert da gerade, dann ist es genau konträr und kann eher schaden. Also der Hund guckt dich an, du sagst Benny, toll, der Hund freut sich und er hat es dann auch schnell begriffen, dass er Benny heißt. Und dann sag nicht immer nur Benny, 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 weil der Laut, der flacht sonst ab, wenn er dann jedes Mal kein Essen mehr bekommt. Also Benny ist nur, wenn du Futter in der Hand hast und er dich freudig begrüßen kann, zum Beispiel. Ja, er kann ja dann freudig zu dir laufen. Wenn er weiter weg ist und du weißt nicht, hört er, dann sag doch Hundchen. Hundi, Hundi, gib ihm einen anderen Namen. Ja, bei mir ist Stinky. Ja, okay, das kannst du machen, wie du willst. Gib ihm einfach irgendeinen Spitznamen, wenn du denkst, dein Hund könnte nicht hören. Wenn du den Spitznamen sagst, Stinky, Stinky sich umdreht und zu dir läufst, dann rufst du freudig Theo oder wie dein Hund auch heißt, ja, Benny oder, ja, ist ja egal, Tamme, also ist egal, ruf ihn einfach und bring ihm so seinen Namen bei, Nummer 1. Nummer 2, du musst unbedingt dafür sorgen, dass dein Hund auf die Decke geht. Das ist einfach, ja, in einer Einzelhundehaltung. Wenn du nur einen Hund hast, kannst du ihn auf die Decke schicken. Du kannst dann auch mal deinen Kram machen. Wenn er unruhig wird, wenn er dich nervt, auf die Decke schicken, da muss er bleiben. Du kannst eine Hausleine dran machen. Dazu habe ich auch Videos eingestellt. Guck mal gerne die Playlist durch. Schick ihn auf die Decke. Wenn das nicht funktioniert, und das mache ich ich habe ja 3 Hunde, ja, also bei einer Mehrhundehaltung empfehle ich dir immer, schaff dir einfach eine große Box an. Für jeden Hund eine. Dann hat jeder auch seine Ruhezone da. Also jede Box ist auf den Hund selbst zugeschnitten. Jeder Hund bekommt seine Box. Es ist kein Kuddelmuddel. Wenn du jetzt zum Beispiel 2 Hunde hast, ja, und du hast 2 Boxen, dann macht es nicht so, dass mal einer da reingeht und der andere geht mal da rein, sondern wirklich trenn die Sache. Der eine geht da rein und der andere geht da rein. Ja, der eine kriegt da sein Lieblingsessen und sein Lieblingskuscheltier und der andere kriegt halt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten seine Sachen, die ihm gut gefallen. Da sorge wirklich für, dass Ruhe eingehalten wird, der Hund eine Ruhezone hat und dass er dahin geht, wenn du es ihm sagst. Das ist ein Stück weit auch Respekt dir gegenüber und ganz wichtig, und da sind wir schon beim dritten Schritt, du musst ein Abbruchsignal aufbauen. Das ist auch ganz so das, was wir immer voraussetzen. Wir sagen, nee, hau ab, und du denkst, dein Hund weiß jetzt, was du von ihm willst. Du sagst, nee, du darfst nicht vom Tisch klauen. Und dein Hund wackelt mit dem Schwanz und denkt,
raus oder was? Also der Hund kann es nicht begreifen. Sprich, du musst auch hier wieder ein Abbruchsignal aufbauen. Das kannst du auch wieder mit Futter wunderbar machen. Du kannst meinetwegen Futter in Hand nehmen und wenn der Hund kommt, ja, du hast die Hand offen mit dem Futter und wenn der Hund kommt und es nehmen will, dann gibst du ihm was mit der anderen Hand. Dann machst du wieder auf, das kannst du es ja drin lassen. So. Und wenn er sich ein bisschen zurücknimmt, ist hier ja schon Futter drin. Flapp. Rein. Der Hund kommt wieder. Der Hund nimmt sich ein Stück zurück. Rein. Also warum sage ich, ist ein viel besseres Abbruchsignal als Nein. Wie oft sagt man Nein? Du sagst zu allem Mist Nein. Du sagst auch mit deinem Partner und deinen Kindern, du benutzt einfach das Wort Nein oft. Also nimm kein Wort, was du im Alltag oft benutzt, weil dadurch wird sich das ganze Kommando wieder abflachen und hat dann wieder weniger Bedeutung. Mache lieber ein kerniges Ja, meistens meint es ja dann auch nicht nett und deswegen kann es sich auch wirklich scharf anhören, ja? Sag ruhig So, musst ja gleich nicht beim Futter gleich ja, musst ja nicht gleich ausflippen. Da kannst du es natürlich langsam machen, der Hund ist ja direkt vor dir. Wenn er dir was klaut, was er nicht soll oder an den Tisch geht, dann machst du es Dann mach es richtig. Und dein Hund wird das super verstehen. Das ist aber wirklich ganz, ganz grundlegend entscheidend für alles, was du danach mit deinem Hund machst. Es ist nicht so wichtig, dass dein Hund die perfekte Leinführigkeit hat. Dass er alle Kommandos kennt. Dass er über deine Füße springen muss. Dass er durch deine Beine laufen muss. Du kannst alles mit ihm üben. Keine Frage. Und das macht dem Hund auch Spaß. Und dazu wirklich viele Videos von mir. Guck sie dir gerne an, was man Tolles mit seinem Hund machen kann. Wie man den Hund toll auslasten kann. Geistig wie körperlich. Das ist natürlich keine Frage. Das ist auch wichtig. Du musst mit deinem Hund spazieren gehen und so weiter und so fort. Aber da sind wir ja nicht in den Kommandos. Dass es zwischenmenschlich gut mit euch funktionieren kann. Und da ist es nicht wichtig, dass dein Hund die ganze Zeit neben dir sitzt, ja, und irgendwie aufs nächste Kommando wartet. Wichtig ist, er ist gechillt neben dir, ja. Du und dein Hund sind einfach eine entspannte Einheit. Und da ist es wichtig, bring deinem Hund den Namen bei. Wenn er das schon kann, bring deinem Hund Ruhe bei, ja. Und vor allem, bring deinem Hund bei, wenn Nein ist, dann ist Nein. Und er hat zu hören in dem Moment. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste und kannst du im Alltag wunderbar überall anwenden. Nehmen wir mal Fremdhunde. Ja? Fremdhundebegegnung, du bist in einer Fremdhundebegegnung. Ja, du musst deinen Hund nicht sagen, sitz, wo er dann vielleicht rausspringt. Warum willst du dich auch jedes Mal hinsetzen, wenn ein anderer Hund kommt, zum Beispiel? Dein Hund will zum anderen Hund hin. Weitergehen. Ja, nicht großartig Bambule, sondern genau das ist dein Abbruchsignal. Genau da weiß der Hund, okay, ab hier musst du rückwärts denken. Ab hier ist es so, das ist nicht gewollt. Und auch keine Szene und auch nicht den Hund wie man das halt so oft macht. Man will den Hund beruhigen und sagt, nee, komm, bleib mal cool und so ist doch nur der Nachbarhund. Und hey, einmal der Hund, du siehst es ja, der Hund, der fixiert den anderen Hund. Und macht sich eigentlich schon in Kampfposition, ja, stellt sich schon, ja, vielleicht das Fell hoch und macht sich schon bereit, dahin zu springen. Und das soll er nicht. Er soll nicht an die Leine hacken und vor allem willst du auch keine Schmerzen in der Schulter haben, was du auf jeden Fall dann mal irgendwann bekommst. Also, Und da kannst du auch scharf sein. Du kannst auch wirklich scharf sein. Und sag deinem Hund auch mal direkt, nee, das willst du nicht. Das willst du gerade nicht. Und dann ist auch vorbei. Und dann ist Schluss. Das kannst du beim Leineziehen genauso nehmen. Den Hund, der zieht dich die ganze Zeit nach links und rechts und irgendwann ist halt auch mal vorbei. Und dann weiß der Hund, okay, bis hierhin und nicht weiter. Da musst du das nicht tausendmal mit Richtungswechsel machen, tausendmal mit absitzen lassen. Natürlich, das gehört auch alles mit dazu. Keine Frage. Aber das Abbruchsignal ist so wichtig. Das ist wirklich das Nonplusultra. Die drei Sachen, die ich dir da genannt habe. Und wenn wir schon dabei sind, so nochmal als kleiner Zusatztipp, das wichtigste Kommando, das Kommando Nummer 1 ist einfach auch Sitz. Mehr nicht. Wenn dein Hund verlässlich ins Sitz kommt, dann hast du gewonnen. Dann hast du im Freilauf gewonnen, dann hast du bei Fremdhundebegegnungen gewonnen. Aber die anderen drei Sachen sind erstmal für den Aufbau noch wichtiger. Dein Hund sitzt sowieso immer vor dir. Das kannst du dann auch noch. Das kommt ja noch positiv verstärkend hinzu, dass sich dein Hund sowieso hinsetzt, wenn du in der Küche bist. Er will ja was haben wahrscheinlich. Wenn du länger stehst, er wird sich hinsetzen. Und
wenn du dann nicht so umswitcht und da dranbleiben, also was meine ich mit umswitchen, da meine ich Platz, Peng, Rolle, über Fuß, über durch Bank, ja, das sind alles so Sachen, das kann man alles machen, aber versuch an diesem Sitz zu bleiben. Das ist praktisch geschenkt. Und der Welpe macht sofort, der Junghund ist immer noch gut mit dabei. Aber dann versucht sich ja doch die Sache auszuschleichen. Und da musst du einfach dranbleiben. So, genug für heute. Versuch das mal umzusetzen. Schreib es in die Kommentare, wie es bei dir so läuft. Würde mich richtig freuen. Und ciao, bis Dogma TV. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.